Hallo und herzlich willkommen mit rein Schuss in Universum. Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Amber oder auch Aliens Ate My Babysitter Again oder auch Das ist nicht witzig. Ja, ich habe einige Sachen probiert, damit ich irgendwann mal dieses Level hier schaffen kann und habe nach anderen Versionen geschaut, aber viele Versionen hatten auch das Problem gehabt mit den Plattformen. Eine Version hatte sogar nur das Problem mit den Plattformen auf Hard und auf Leicht und Normal sind die Plattformen vorhanden. Ich habe keine Ahnung, was der gute Mann hier gemacht hat oder Frau. Ich weiß gar nicht mehr, von wem der Mod ist. Um ehrlich zu sein, ist es mir auch gerade egal. Erstens ist es heiß und zweitens seht ihr schon, ich habe mich umgebracht selbst, weil ich sehe keine Möglichkeit, dieses Level zu beenden. Ich habe das Level mal in die Beschreibung gepackt. Da seht ihr auch nochmal das Problem unten links mit der Plattform. Und ihr seht auch, es ist nichts weiter Wichtiges hier in einem Level. Von daher spielen wir einfach mal weiter und hoffen, dass wir irgendwann mal irgendwas hier machen können. So, wir haben tatsächlich echt noch nicht viel gemacht hier. Da kommen wir noch nicht vorbei. Von daher gucken wir mal einfach, was hier ist. Wir gucken einfach mal, was hier ist. Oh, das. Ach, das ist ein Level. Das habe ich gar nicht gespeichert. So, wir gucken uns erstmal so ein bisschen um, was uns hier so erwartet. Das sieht nach Tod und Verderben aus. Und ja, wir müssen da irgendwie an den guten Freund hier vorbei. Möglichst ohne einen Schuss zu verlieren. So. Ja, geil. Weißt du, ich weiß, ich habe das schon in den letzten Part mal gesagt, aber er sagt ja, ja, und ich zitiere ihn da gerne, dass man Schuss sparen soll. Gibt einen aber wirklich wenige Optionen, wirklich Schuss zu sparen. Von daher probieren wir es hier einfach mal mit Kamikaze. So viel dazu. Komme ich überhaupt an dem jetzt noch so vorbei? Oh, meine Güte. Ich wette mit euch, ich muss an dem vorbei. Aber die Frage ist, wie? Wie komme ich an ihm vorbei? Er verzieht sich da ja nicht, ne? Ach Gott. Wenn ich wenigstens jetzt deinen Namen wüsste, damit ich dich auch passend zu dem Mist, den du hier fabrizierst, beleidigen kann. Über ihn drüber springen mit einem Impossible is impossible. Weißt du, keine 3 Minuten und ich habe schon wieder das Verlangen, diesen Mod auszuschalten. Weil derjenige, der diesen Mod gemacht hat, sich offensichtlich keinerlei Gedanken gemacht hat, wie das überhaupt funktionieren soll. Und offensichtlich auch zu wenig seinen beschissenen Mod da getestet. Kann es sein, dass er mich in der Luft nicht stunnen kann? Weil ich in der Bewegung bin? Ja, ich kann ihn gar nicht umbringen. Es ist einfach total sinnlos. Ja, okay, Spiel. Gibt es mir auch noch andere Optionen? Ich probiere es jetzt einfach mal. Weißt du, warum? Nee, wisst ihr was? Wir versuchen einfach mal so schnell wie möglich da hochzukommen. Der steht da schon. Der. Ich denke mal, das Level hier müssen wir machen. Och, meine Freunde. Wenn es nur jemanden geben würde, der Mods freiwillig testet. Oh meine Güte, die Leute gibt es ja. Es hat sich offensichtlich nur nie jemand die Mühe gemacht, diesen Scheiß hier zu testen. Also ich sehe ja schon, er hat sich hier Gedanken gemacht mit den beiden Gegnern und der Todesfalle hier, ja?
Er hat sich Gedanken gemacht, aber hat sich keine Gedanken gemacht, dass das gar nicht machbar ist. Es ist schwer, ruhig zu bleiben bei dieser Hitze und dieser bescheuerten Scheiße. Hier ist sonst nichts, oder? Hier ist einfach sonst gar nichts. Das heißt, ich muss hier vorbei. Jetzt halt mal Ruhe, damit ich mich ein bisschen da oben umsehen kann. Ich bin schon... Ich bin jetzt schon an der Grenze, dass ich so unkonzentriert bin. Ah, wie kann man seine Sachen nur so schlecht testen? Ja, ich komme da nicht vorbei. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich da vorbeikomme. Ich wollte eigentlich erst bei den einen Level cheaten, ja? Also, dass ich mich praktisch mit dem Jump Sheet einfach da hoch mache, ja? Er hat es aber so gemacht, dass man die Sheets nicht nutzen kann, sondern man erst herausfinden muss, wie man die nutzt, damit man halt nicht cheatet. Das ist eigentlich eine lustige Idee. Das Problem ist nur, sein Mod, ja, ist so schlecht konzipiert. Also ich möchte diesen Mod an sich nicht fertig machen, sondern einfach nur die Tatsache, dass erstens mal wichtige Sachen fehlen wie Plattformen, ja. Ich meine, das ist keine Kleinigkeit, die da fehlt. Das Level ist so nicht machbar. Das Level ist wegen dem einen Gegner auch nicht machbar, weil er offensichtlich sich keine Gedanken darüber gemacht hat, dass der Gegner da oben chillen könnte, ja? Dass er sich gar nicht da wegbewegt. Ich habe keine Ahnung. Von daher gucken wir mal, ob wir ein anderes Level finden. Ich muss dann... Keine Ahnung, gucken... Ob das Level hier wichtig ist, es ist wichtig. Ich muss dieses Level machen. Es führt kein Weg vorbei. Haha! Ja, meine Freunde. Ich habe vielleicht eine Millisekunde Zeit zum Reagieren. Ich habe vielleicht eine Millisekunde zum Reagieren. Das ist leider... Ein bisschen. Wie stellst du dir das vor? Wie, mein behinderter kleiner Freund, der diese Scheiße. Es tut mir leid, dass ich gerade so ausfallend bin. Das ist vermutlich voll der nette Mensch und. Okay, das muss ich laden, weil... Okay. Oho, vielleicht kriegen wir sogar noch ein Part zusammen. Ich war kurz davor, dieses Level Pack Mod, was auch immer gedöhnt, zu beenden. Ja. Der Trick ist, mit dem Possible hochzuspringen, mit der Pfeiltaste sich ein Stück in seine Richtung zu backen und dann schnell nach unten zu drücken und zu schießen. Das ist der Trick. Mehr ist das nicht. Okay, wir haben diese behinderte Stelle gemeistert. Und warten auf die nächste behinderte Stelle. Sollte die noch in kürzester Zeit kommen, werde ich aber sowas von ausrasten. Hier speichern wir einfach mal gerade. Ich möchte einfach nur noch ein bisschen Fortschritt erzielen. Ja, mein Freund. Ich weiß, ich wiederhole mich. Und das ist auch bewusst. Ja? Ich vermute mal, du sprichst nicht Deutsch. Das macht aber nichts, weil ich mich gerade so ein bisschen aufregen muss. Ansonsten muss ich nämlich Leute umbringen und das will keiner.
Ja, wie soll ich an diesen Gegner vorbeikommen und Schuss sparen? Den Fleck musste ich auch umbringen. Ich konnte wahnsinnige einen Schuss bisher sparen. Es ist wow, ich bin so begeistert. So, wir brauchen dafür einen Key. Dafür brauchen wir auch einen Key. So, versuchen wir Schuss zu sparen. Er sagt ja, wir sollen Schuss sparen, also werden wir Schuss sparen. Ich hoffe mal, er weiß doch selbst, was er da sagt. Ich habe keine Ahnung. So, das sind gerade richtig blöde Pattern, die hier abgehen. Wir speichern hier nochmal. Weil ich glaube, das könnte jetzt funktionieren. Okay. Aha. Mhm. Ja. Ich bin tot, oder? Laden wir nochmal. Okay, da geht es nicht weiter. Da oben komme ich doch gar nicht dran. Okay, setzen wir uns mal wieder anderswo hin, weil ich habe offensichtlich irgendetwas übersehen. Erneut. Ich nehme mal an, da geht es weiter. Ich weiß gerade gar nichts mehr. Ich rate. Okay. Das Problem ist, der Gig ist eben nicht gekommen und man musste da erstmal an den komischen Dingen da vorbeigehen. Rast mal aus, mein kleiner Freund. Rast mal aus. Ja, das war das erste Mal heute meine Schuld. Oh, da sehen wir den netten Blockbug. Oh, man kann hier stehen. Man kann da stehen. Jetzt nichts Wichtiges, aber man kann da stehen. So. Wir haben den duften Key und speichern dann mal hier. Okay. Vielleicht wird daraus ja sogar noch ein richtiger Part. Ja, so ein richtiger Part, ohne dass ich mich 50 Jahre lang aufregen muss. Öffnet sich dadurch wirklich diese Tür? Wenn ja, muss ich schnell sein. Okay, ich weiß nicht, wie man die Schuss da sparen wollte. Ich habe keine Ahnung. Ja. Da muss man diesen kleinen Trick benutzen, den ich immer gerne benutze. Das Problem ist nur, wer außer die Leute, die mir zugucken und mir kennen diesen Trick. Jetzt muss ich auch gucken, dass ich ihn überhaupt hinkriege. Ich habe so die Befürchtung. Wir befürchten. Huch, da ist ja. Ist ja ein kleines Secret, meine Freunde. Kann es sein, dass ich. Warum geht das denn jetzt nicht? Das ist doch eigentlich meine Paradeaktion. Das kann dauern, glaube ich. Normalerweise kann man einfach da. Ja, genau so. So, die eine hier müsste dann offen sein. I guess. Will ich sie abschießen, damit ich nicht so lange warten muss? Will ich sie abschießen? Oder will ich Schuss sparen? Der Typ hat gesagt, ich soll Schuss sparen, also werden hier Schuss sparen. Fuck. So. Ich bin fast da, wo ich sein soll. Fast. Ich muss nur auf eine Gelegenheit warten. Ich habe Zeit. Naja, eigentlich habe ich nicht Zeit. Eigentlich habe ich keine Zeit. So, okay. Ah, Party, meine Freunde, Party. Der wird mich so blöd anspringen. Ah, er kann da hoch. Ich war mir sehr sicher, dass er das nicht kann, aber...
Naja. Ich habe vergessen, dass er sich so krüppelig behindert bewegt. Das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Weil er sich halt eben so krüppelig bewegt. Genau, muss da runterfallen. So. So müssen wir wieder an diesen beiden Clowns vorbei. Ich habe noch keine Ahnung, wie man da hochkommen soll. Jetzt haben wir den Key da. Vielleicht kommt da jetzt eine Plattform oder so, keine Ahnung. So. Ich beruhige mich langsam wieder. Ich beruhige mich langsam wieder und er lief in den Tod. Ja, meine Freunde, beruhigt euch nicht zu sehr, ansonsten werdet ihr unachtsam. Oder dumm. Oder beides. Ja, weiß es schon. Ich muss auf den richtigen Moment warten. Moment warten wir doch alle. Wir alle warten auf den richtigen Moment. Da wäre der Moment gewesen und ich habe geschlafen. Ja, meine Freunde, das kann einen Moment dauern. Okay. Möchte ich versuchen, Bagheriumis zu machen, wenn mir das Spiel es schon anbietet? Wie nett. Wie nett. Ja, jetzt müssen wir einfach nur schnell genug wegspringen und die Dog Protection ausnutzen. Hey, ich bin wieder hier. Wuhu. Oh Gott. Das macht mein Fuß und mein Rücken gerade nicht mit. Muss mir irgendwie eine bequemere Position suchen. Ach Gott. So, wir speichern mal hier und da und überall. Weißt du, da erwartet er von uns, dass wir Bagheriumis machen. Sieht man auch nicht immer. So, wir haben immerhin Schuss gespart. So. Das ist hier. Punkte. Ich habe keine Ahnung, was hat der Schalter denn da eigentlich aktiviert? Ah. Ich habe so eine Ahnung. Ich habe so eine Ahnung. So. Du kleiner Zockel. Dass man da irgendwie auch nicht springen kann, ist ein bisschen nervig. Okay, das wird bestimmt lustig. Und unterhaltsam. Und unterhaltsam lustig. Wir müssen offensichtlich jetzt eine Stunde oder zwei warten. Ah, und wie geht's euch so? Alles tutti frutti? Alles senkrecht in der Bude? Okay, darüber müssen wir springen. Okay, da beginnt jetzt die Party. Die Party. Ich speichere mal, also das war jetzt schon können, aber ich war ein wenig verwirrt. Da ist das Exit. Wir zählen mal gerade bei den Freunden da oben. Wie viele Gegner sind da? 1, 4, wovon einer 3. Das würde sich lohnen. Würde sich lohnen. Dürfen nur keinen Schuss verschwenden.
immer davon aus, man kommt auch anders hier nicht vorbei. Also vielleicht ist es auch gar nicht der reguläre Weg, aber es sieht nach dem regulären Weg aus. Außer dass wieder ein Gig. Hier bei dem kann man schon wieder keine Schuss sparen. Okay, hier ist hier noch so ein Clown. Sorry, das muss ich allein schon laden, weil ich geschlafen. Meine Güte, schreck mich doch nicht so, mein Freund. Okay, da kommt so ein behindert springender Gig, auf den wir nicht aus Versehen schießen sollten. Oh Gott, der hat mich schon gesehen und er springt so krüppelig. Wie der springt, das ist... Das ist wieder der Natur, wie du da springst. Ich bleib auch noch an den hängen. Kann ich ihn vielleicht anlocken zu springen und dann... Nein. Das ist auch eine beschissene Position gerade. Ah, locken wir ihn hier einfach mal hier rüber. Dann haben wir länger da drüben Ruhe. Man kann es sich auch selbst schwerer machen, als es sein muss. Ich finde es richtig blöd, weil hier kann man echt schlecht über die drüber springen. Über die normalen Gigs wäre es kein Problem, aber die springen nicht so... Oh Junge. Ich muss erstmal gucken, welcher aktiviert den? Das ist der. Das ist doch der, oder? Ja. Okay, ich muss irgendwie an diesem beschissenen Barbobber vorbei, oder was? Ne, muss ich nicht. Wir müssen noch gar nicht hier lang, oder? Ich habe keine Ahnung, was dieser Schalter tut. Hallo? Okay, der ist dafür. Wir machen das mal aus. Wir haben hier auf jeden Fall jetzt so eine Art Abkürzung. Glaube ich zumindest. So, dann gehen wir wieder da nach oben. Ah, okay. Es gibt Momente, wo ich mich selbst schäme. So, was haben wir hier? Speichern wir gerade mal dazwischen. Okay. Weißt du, anstatt zu gucken in aller Ruhe und über den Blocklet einfach drüber zu springen, wie die Plattform sich bewegt, springt er einfach mal los. Okay. So viel zu... Hallo? Ich habe es eben geschafft, schnell genug zu springen. Alles gut oder so ähnlich. Ich habe keine Ahnung, muss da jetzt... Wie komme ich da oben hin? Vielleicht hätte ich da nicht speichern sollen. Vielleicht sterbe ich jetzt einfach nur. Kann ich da so hinspringen da oben? Wir gucken einfach mal gerade, ob ich da so hinspringen kann oder ob ich vorher etwas anderes tun muss. Ne, man kann einfach den springen. So. Eieieiei. Ich sehe schon. Das zerrt an mir. Ich bin jetzt aber nicht nur wegen einem Leben, oder? Bin doch nicht hier wirklich nur wegen so einem beschissenen Kackleben. Ja. Das auch noch so platziert ist, dass du den Sprung perfekt timen musst. Ist hier unten wenigstens irgendwas? Nein. Okay. Dieser Weg ist vollkommen optional und gibt dir ein richtig sinnloses Leben. Wuhu. Okay. Ja, das hätte ich nicht überlebt. Man darf da nicht so lange hängen bleiben. Ist da jetzt ein Aufzug oder ähnliches?
komme ich da oben an diesen beschissenen... Bin gerade ein bisschen überfragt, wo es eigentlich jetzt weitergehen soll. Da kam ich ja... Guck mal kurz, das Ende war hier unten, oder? Irgendwo... Irgendwo war doch das Exit. Ah, ich kann mir Dinge so gut merken. Hier komme ich da drüben runtergefallen, oder? Ja, sogar auf dem Vieh. Okay, ich hatte doch irgendwo mal das Exit gesehen, ne? Glaube ich. Ich glaube, ich bin dumm. Ich glaube, ich hätte einfach nur zurücklaufen müssen. Wir schlagen uns mal nicht mit den Baboba rum. Ah, das Vieh. Das behinderte Kackvieh. Das, über das man so schlecht drüber springen kann. Wir müssen das anlocken. Und dann drüber. Das, man braucht halt ein bisschen mehr Platz als für einen gewöhnlichen Gig. Jetzt ist sie mal nicht drüber gesprungen. Ah. Egal. Wir haben ein Level absolviert. Und das ist mir gerade gut genug, ehrlich gesagt. Das ist mir gerade einfach nur gut genug. Hier scheint offensichtlich sonst kein Level mehr zu sein. Gott, wenigstens ein Level von diesem komischen Kackmod. Es tut mir leid, dass ich gerade so gemein bin. Okay, für den brauchen wir noch das. Da brauchen wir noch das. Und von den all den Sachen haben wir gar nichts. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann hier das nächste Mal wieder. Wenn ihr überhaupt Interesse daran habt, ich muss sagen... Amber gefällt mir nicht wirklich. Also da muss ich so ehrlich sein, es gefällt mir nicht. Nee. Es hat viele Probleme, hat sehr, sehr wenig Neues, was überzeugt und ja, hätte besser getestet werden sollen. Aber ja, lasst mir mal eure Meinung da. Ich meine, an dieser Stelle raus, grüßt mir die Sonne und macht's gut.